Guten Tag, hallo, willkommen zur dritten Woche. Wir fangen heute an so mit harten linguistischen Themen. So hart sind die gar nicht, keine Sorge. Aber es geht dann schon in die theoretische Linguistik rein. Mit der Phonologie, wie Sie sehen, wir haben segmentale Phonologie heute auf dem Programm. Fragt man sich ja erstmal, was soll das jetzt überhaupt heißen? Gleich wissen Sie es, in ungefähr 60, 70 Minuten wissen Sie es. Und umso mehr freut mich das, dass Sie doch sehr zahlreich heute noch da sind. Das ist sehr wichtig. Denn natürlich irgendwie, wenn mal so eine Sitzung kommt, wo das vielleicht ein bisschen auf den ersten Blick ein bisschen abstrakt alles zugeht, das macht dann vielleicht nicht ganz so viel Spaß wie irgendwie reine Phonetik oder so. Umso wichtiger ist es, dass Sie da sind, weil das sind die Themen, die Ihnen nachher auch Probleme bereiten. Und Sie werden heute auch merken, wenn Sie diese 10 Seiten gelesen haben, in einem Buch, die ich Ihnen letzte, oder 11 Seiten, die ich Ihnen letzte Woche zur Lektüre empfohlen hatte, kommen Sie heute problemlos mit. Wenn nicht, kommen Sie auch mit, aber Sie müssen sich viel mehr konzentrieren. Das illustriert dann auch, wie wichtig es ist, diese kleine vorbereitende Lektüre nicht zu vernachlässigen. Bevor wir aber dann zur Phonologie kommen, kommt noch die übliche Nachbereitung. Genauso wie der Ausblick auf die nächste Woche kommt ja immer die Nachbereitung. Was haben wir letzte Woche besprochen? Worüber habe ich zu Ihnen gesprochen? Über Phonetik, nämlich einerseits, was sind die Artikulationsorgane? Und dann ging es darum, nicht nur, was sind die, sondern was machen die? Die machen zum Beispiel Konsonanten. Und bei Konsonanten haben wir gesehen, der Stimmton spielt bei vielen Konsonanten eine Rolle, nämlich ob sie im Kehlkopf einen Ton produzieren oder nicht. Und danach können Sie dann ganz viele Konsonanten unterscheiden, ob die Stimmton haben oder nicht. Wir haben dann über Arten von Artikulationen von Konsonanten gesprochen, nämlich Plosiv, Frikativ, Affrikate, Nasal, Approximant. Da gehe ich natürlich jetzt nicht drauf ein, aber das sind sie fürs Deutsche. Nicht universell auf der Welt, aber fürs Deutsche sind sie das. Mehr gibt es da nicht. Dann haben wir über Vokale geredet. Und da ging es im Wesentlichen, das war dann auch eben der Punkt an diesen Filmen, vorne, hinten, also die Zunge ist weiter vorne oder weiter hinten in der Vorstellung, der Abstraktion, oder weiter und gleichzeitig weiter oben oder weiter unten im Mundraum und die Lippen sind gerundet oder nicht gerundet. Also gerundet, nicht gerundet ist kein Problem, das kann man ja sehen. Wenn Sie sich vor einen Spiegel stellen und machen ein U und gleich zu einem I, dann sehen Sie sofort den Unterschied. Und wir haben gesehen, es gibt lange und kurze Vokale. Das habe ich so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, aber die gibt's. Und auf die kommen wir heute nochmal zurück. Es bleibt dabei, es gibt lange und kurze Vokale, aber in der Phonologie kann man das so ein bisschen anders noch auffassen. Das ist sehr spannend eigentlich. Diphthonge, das ist so ein bisschen, es ist einerseits wie ein langer Vokal, weil die Dinger auch lang sind, dadurch, dass es eben eigentlich zwei Vokale sind, die so verbunden werden zu einem. Ich habe Ihnen dann noch gesagt, das müssen Sie sich jetzt zur Erfrischung, sage ich es nochmal dazu, das ist heute wichtig an ein, zwei Stellen. Es gibt Obstruenten und Sonoranten. Das ist so ein bisschen so, wo so eine Kategorisierung wie Vokale und Konsonanten, nur die ist ein bisschen anders. Obstruenten sind im Wesentlichen Plosive und Frikative. Also Hindernislaute, wo Sie entweder den kompletten Verschluss herstellen, wie in T, K, oder Sie machen halt so eine sehr starke Verengung. Wir hindern also auch den Luftstrom am Abfließen und dadurch rauscht es, wie in S oder sowas. Den letzten gibt es im Deutschen übrigens gar nicht. Gibt es nicht. Nur in manchen Dialekten. Wir haben dann noch geredet über Sachen, die heute ganz wichtig werden. Die habe ich so als Ausblick, weil man da irgendwie mit der Orthographie und der Phonetik schon immer durcheinander kommt, habe ich Ihnen die letzte Woche schon mal gegeben. Wir haben über R-Laute und die sogenannten sekundären Diphthonge gesprochen. Also sowas wie in so Wörtern wie Tür, wir schreiben da ein R, aber am Ende ist gar kein R, sondern da ist irgendwie ein Vokal, Tür. So, darüber sprechen wir heute noch ausführlich in der Phonologie. Phonologie. Was machen wir heute in der Phonologie? Ich erzähle Ihnen was über Segmente als die elementaren Einheiten in der Phonetik und Phonologie und werde Ihnen dann erklären, dass nicht alle Segmente überall auftreten können in deutschen Wörtern, sondern dass es da sogenannte Verteilungen gibt. Dann spreche ich ganz konkret nochmal über die Endranddesonorisierung, die R-Vokalisierung oder das Phänomen mit dem Ich und dem Ach-Laut und werde Ihnen anhand dieser Beispiele sagen, dass wir irgendwie so in der traditionellen, klassischen, theoretischen Phonologie
so eine Idee haben, dass man die Formen, die wir wirklich aussprechen, ableiten kann aus bestimmten lexikalischen Formen. Also Formen, die wir im Lexikon, im Kopf, auf dem Computer, in einem Buch gespeichert haben. Dann erzähle ich Ihnen was über längbare, betonbare und unbetonbare Vokale ohne Filme. Dazu können Sie wie immer in Peter Eisenbergs Grundriss reingucken. Also wenn Sie mit meinem Buch dann durch sind, können Sie da reingucken. Das Interessante ist, er macht nämlich in der Phonologie einige Sachen anders. Nicht jetzt falsch oder ich mache die nicht falsch, sondern ein paar andere Auffassungen im Detail. Und Sie werden aber sehen, ja, das kann man so und so machen. Aber es ist eigentlich sehr interessant, wenn man sich dafür interessiert, das mal nachzuvollziehen, warum sind da zwei verschiedene Modellierungen und warum kommt am Ende doch dasselbe raus im Ergebnis, die Beschreibung eines des identischen Systems. Was ich Ihnen ja auch immer sagen möchte, ist, was hat das Ganze, was wir jetzt machen heute, mit Bildungs- und Normsprache zu tun, also Phonologie jetzt. Mit Bildungssprache hat das nicht viel zu tun, direkt, so unmittelbar. Aber wir wissen, Normsprache hat sehr viel mit Bildungssprache zu tun und Normsprache hat sehr viel mit Phonologie zu tun. Denn viele dialektale und soziolektale Einflüsse im Standard sind eigentlich phonologisch statt phonetisch motiviert. Das heißt, es spricht nicht einfach jemand was falsch aus, falsch sowieso nicht, aber anders aus, sondern da liegt ein anderes phonologisches System zugrunde. Und da wird es richtig spannend. Außerdem ist das graphematische System, habe ich eben schon mal angedeutet, am phonologischen orientiert und nicht an der Phonetik. Wir schreiben nicht lautlich. Deswegen ist die Phonologie einfach sehr wichtig für die Graphematik und die ist wichtig für die Orthographie und die ist wichtig für die Normsprache und dann sind wir auch wieder irgendwie mittelbar bei der Bildungssprache. Und natürlich für die Worttrennung ist es sehr wichtig, dass Sie Phonologie können. Das machen wir eher nächste Woche. Da reden wir primär oder fast ausschließlich über Silben, die ich heute mal weglasse. So, Segmente. Ich habe letzte Woche immer von Lauten gesprochen, die irgendwo gebildet werden oder auf eine bestimmte Art gebildet werden. Wir nennen die jetzt Segmente. Und was sind die eigentlich? Wie kommen wir dazu? Wenn Sie sich solche Transkriptionen angucken, wie die hier, und schauen Sie da jetzt immer gleich, wenn ich die vorlese, auf die Transkriptionen, dann das hilft Ihnen gleich schon wieder zu verstehen, wie dieses Transkriptionssystem funktioniert. Tier, Tür, Rotem, Lob, Bades, Pfanne, Osten. Okay, das war jetzt nahezu Standard, was ich da abgegeben habe. Warum gibt es eigentlich diese Zeichen, Basiszeichen im IPA-Alphabet? Also das A, das Ö, das I, P, R und so weiter. Warum gibt es genau die und nicht andere? Warum gibt es vor allem nicht welche, die sozusagen noch elementarer sind, die nochmal unterteilen? Das ist so wie in der Physik, nicht? Warum gibt es die Elementarteilchen und dann irgendwann wurde mal gesagt, ja, es gibt aber noch kleinere und dann gab es noch mal kleinere und da sind wir jetzt an der Grenze irgendwie angekommen in der Physik. Aber warum unterteilen wir nicht das A nochmal in zwei Teile? Gut, das würde exakt gleich klingen. Da hätten wir statt einem langen A zwei kurze A's oder sowas. Und wenn wir so ein Plosiv unterteilen würden in zwei Stücke, dann hätten wir die Verschlussphase zum Beispiel, die hört man nicht, und dann die Verschlusslösung. Die gibt es aber nicht ohne die Verschlussphase. Ja, das heißt, wenn wir das machen würden, naja, hätten wir Sachen unterteilt, die eigentlich artikulatorisch untrennbar sind, wie zum Beispiel ein Plosiv, Verschlussphase und Verschlusslösung. Und die einzelnen Teile, die wir dann beschreiben würden, würden sich nicht wirklich so autonom verhalten. Das heißt, die kämen nicht einzeln vor. Das ist die Idee, warum wir sagen, okay, die sind hier irgendwie in der Phonetik und Phonologie, sind das so elementare Rechengrößen. Dann kommen wir natürlich sofort zu der Frage, wie ist das jetzt mit Affrikaten und Diphthongen? Ist jetzt Pf und Au, die kann man ja sehr gut unterteilen. Und die werden auch mit zwei solchen Zeichen geschrieben, dann macht man so einen Bogen drüber. Und das ist eine sehr spannende Frage, aber eigentlich ist das eine phonologische Frage, weil es da darum geht, wie sich die Dinger verteilen. Deswegen müssen wir über Verteilungen sprechen. Die sind artikulatorisch trennbar und die Frage ist, haben die Einzelteile ein autonomes Verhalten? Ja, natürlich. Wir haben P und wir haben F im Deutschen autonom, wir haben A und O im Deutschen auch einzeln. Die treten nicht immer nur, also O tritt nicht nur nach A auf und F tritt nicht nur nach P auf. So, das ist ganz klar.
Na, wie ich schon sagte, ist eigentlich eine phonologische Frage und eine Frage von Verteilungen. Jetzt fangen wir mit, das ist ein relativ, schwieriges Beispiel, diese Affrikaten im Deutschen. Fangen wir mit etwas Einfachem an. Wenn wir jetzt wissen wollen, was jetzt eine Verteilung ist, gucken wir uns ganz normale, einfache Wörter an. Wie zum Beispiel Tod und Kot. Das sind immer Wortpaare hier. Schott und Schock. Was sehen wir hier eigentlich? Wir sehen hier am Wortanlaut, das sind jetzt einsilbige Wörter, also eigentlich am Silbenanlaut sehen wir hier ein T und ein K. Die können da beide vorkommen. Also Sie können eine Silbe anfangen mit einem T und einem K im Deutschen. Kein Problem. Sie können die auch aufhören, eine Silbe mit einem T oder K. Sie können Schott oder Schock sagen. Geht beides. Das heißt, wir stellen fest, K und T können beide am Silbenanfang und am Silbenende vorkommen. Ja, da sehe ich, Sie sind begeistert. Wenn Sie sich aber jetzt das hier ansehen, das Wort Hang zum Beispiel, so wie Abhang oder ein Hang zum Absurden und so weiter, da haben Sie ein H am Anfang, einen glottalen Frikativ und einen velaren Nasal am Ende. Von dieser Silbe. Einsilbiges Wort. So. Umgekehrt geht das nicht. Sie können weder den velaren Nasal am Anfang haben, na, geht nicht, im Deutschen, in anderen Sprachen schon, und Sie können diesen glottalen Frikativ nicht am Ende von einem Wort haben. Also so Wörter wie na, gehen nicht. Wir können uns eine Sprache also vorstellen und wir könnten auch eine raussuchen, wo das geht. Im Deutschen geht es halt nicht. Und wir beschreiben ja hier, primär ist jetzt mal das Deutsche. Bei stimmlosem und stimmhaftem alveolaren Frikativ, also zu Deutsch s und s, haben wir eine ähnliche oder haben wir auch eine interessante Situation. Am Wortanfang, also am Silbenanfang eigentlich, hier handelt es sich um einsilbige Wörter, sogenannte Einsilbler, kommt nur s vor. Sog, Sahne und so weiter. In Franken sagen sie natürlich Sahne, da benutzen sie wahrscheinlich ein anderes Wort für Sahne, aber wenn sie das Wort sagen würden, dann wäre da stimmlos am Wortanfang, ein stimmloses S. Das gibt es aber im Standard nicht. Also Sog oder solche Wörter, das hören Sie sofort. Herr Braun, ich sage ja, Sie brauchen nicht darüber nachzudenken. Das merken Sie sofort, das ist irgendwie Dialekt oder eine ganz andere Sprache oder Akzent. Auch in der Wortmitte am Anfang einer Silbe besingen, besingen geht nicht. So, also Sog oder besingen sind ausgeschlossen. Das Sternchen heißt immer, Form gibt es nicht, kann es nicht geben. Dieses Sternchen vor irgendwas, das heißt immer, wir behaupten jetzt mal, das geht nicht, ist ungrammatisch. Wenn Sie sich jetzt Wort- oder Silbenauslaute angucken, da haben Sie Fließ oder Boss, stimmlos, S, Fließ, Boss, Fließ geht nicht. Ja, das ist interessant, das Stimmhafte kann nur am selben Anlaut vorkommen und das Stimmlose nur im selben Auslaut. Aha. Und dann haben wir in der Wortmitte haben wir noch so irgendwie so ganz komische Sachen. Da geht dann nämlich plötzlich doch heißer und heiser, da geht dann doch beides. Base und Basse geht auch beides, aber was nicht geht, ist Basse. Das ist das Einzige, was da nicht geht. Da kommen wir nochmal drauf zurück. Das ist so ein Hobby von mir, kann man fast sagen, dieses Problem endlich aus der Welt zu schaffen. Das machen wir aber in der Graphematik, weil man dann auch gleichzeitig das SZ erklären kann, wofür das SZ eigentlich da ist. Das wollte ich immer schon mal wissen, deswegen habe ich mir da Gedanken drüber gemacht. Was wir hier gesehen haben, waren Verteilungen. Verteilungen von bestimmten Segmenten. Verteilungen heißt, die Verteilung eines Segments ist die Menge der Umgebungen, in denen es vorkommt. Super. Zum Beispiel Umgebung heißt am Silbenanfang, am Silbenende, nach bestimmten Konsonanten oder vor bestimmten Vokalen. Da sehen wir noch Beispiele für. Das ist einfach die Umgebung, in der sich dieses Segment befindet. Und nicht jedes Segment kann überall vorkommen. Also das sind Verteilungen. Und Verteilungen, ganz wichtiger Begriff in der Phonologie, hängen zusammen mit Kontrasten. Aufgrund bestimmter Verteilungsgegebenheiten können wir Kontraste haben. Was ist jetzt ein Kontrast? Ich gehe nochmal zurück. Was Sie hier ja sehen, ist, dass wir durch die Opposition oder den Unterschied von T und K im Silbenanlaut können wir unterschiedliche Wörter bilden. Die treten da beide auf, T und K. Und deswegen gibt es Wörter,
die sich nur darin unterscheiden, dass das Wort entweder mit einem T oder mit einem K anfängt, also Tod und Kot zum Beispiel. Das ist ein Kontrast. T und K bilden hier einen Kontrast. Das heißt, zwei phonetisch unterschiedliche Segmente bzw. Merkmale stehen in einem phonologischen Kontrast, wenn sie eine teilweise oder vollständig übereinstimmende Verteilung haben und wir dann mit diesem Unterschied zwischen diesen zwei Segmenten Wörter unterscheiden können. Das ist so essentiell. Denn normalerweise, wenn zwei Wörter unterschiedliche Wörter sind, dann sehen die auch phonetisch, phonologisch anders aus. Manchmal gibt es so Unfälle wie Bank und Bank, aber das ist ja nicht der Normalfall. Wenn das der Normalfall wäre, hätten wir eine Sprache, die nur irgendwie eingeschränkt funktionieren würde. So, deswegen brauchen wir Kontraste, phonetisch-phonologische Kontraste. Segmente, die an denselben Positionen vorkommen können wie andere Segmente und damit unterscheiden wir dann Wörter. Das ist so die elementare Funktion von Segmenten. Jetzt gibt es Neutralisierungen. Das ist noch so ein wichtiger phonologischer Begriff. Was heißt denn das jetzt? Erstmal Beispiele. Gucken wir uns hier an das Wort Weg und den Genitiv Weges dazu. Sie sehen hier in der Transkription auch Weges, da ist ein G, 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 stimmhaft. Hier in Weg ist es stimmlos. Das gleiche sehen wir nicht in Bock und Bockes, weil da ist immer hier Bockes, das ist nicht Bogges versus Bock, sondern es ist Bockes und Bock. Was hier passiert ist, in dieser Position, am Ende der Silbe, wird der Kontrast zwischen G und K, also der Stimmtonkontrast, fällt weg. Der ist nicht mehr realisierbar, weil wir so ein Wort wie Weg nicht haben können im Deutschen, weil wir Endranddissonorisierung haben. Am Ende von Silben verlieren Obstruenten, also Frikative und Plosive, ihre Stimmhaftigkeit. Das heißt, hier in der Position geht der Unterschied zwischen G und K, jetzt ganz blöd gesagt, geht verloren. Das ist eine Neutralisierung. Ein Kontrast wird neutralisiert. Sehr faszinierend und setzt sich fort bei Bad, Bades versus Blatt, Blattes für T und D. Lob, Lobes versus Depp, Deppen. Das ist jetzt hier dasselbe nochmal für B und P. Wir können das aber auch machen für F und W. Aktiv, Aktive, sehen Sie? Da ist eigentlich W stimmhaft. Aber wenn das im Wortauslaut, im Silbenauslaut steht, wird dann F draus, aktiv. Was heißt aktive? Tief, Tiefe ist wieder genau der Fall, wo das eben nicht so ist. Wir sehen aber auf jeden Fall hier auch wieder im Silbenauslaut zwischen aktiv und tief ist gar kein Unterschied mehr bezüglich dieses letzten Segments. Neutralisierung. Fies, fiese. Na, Bus, Busse ist dasselbe nochmal für stimmhaftes und stimmloses S, wie man so sagt. Das sind Neutralisierungen und hier genau eine Neutralisierung illustriert, nämlich die sogenannte Auslautverhärtung oder Endranddissonorisierung. Ganz wichtiges Phänomen im Deutschen. Wenn Sie das in den Griff kriegen, das zu kontrollieren, können Sie Fremdsprachen wesentlich akzentfreier sprechen. Denn in ganz vielen Sprachen ist das nicht so. Und man erkennt sie zum Beispiel im Englischen ganz oft, wenn Sie deutsche ErstsprecherInnen sind, erkennt man Sie daran, dass Sie das nicht richtig machen im Englischen. Da dürfen Sie das nicht machen. Sie müssen diesen Prozess, diese Bedingung, müssen Sie unterdrücken. So, eine Neutralisierung ist die Aufhebung eines phonologischen Kontrastes in einer bestimmten Position. Okay, das habe ich Ihnen gerade erklärt. Wofür brauchen wir das jetzt? Wofür ist das jetzt wirklich relevant in der Phonologie? Für das Verhältnis von den lexikalischen Formen und den Formen, die wir am Ende wirklich aussprechen. Und das ist jetzt nicht reine phonologische Theoriebildung, sondern Sie verstehen gleich, warum das orthografische bzw. graphematische System des Deutschen so ist, wie es ist, jetzt und dann in 10 Wochen. Wir gehen einen kurzen Schritt zurück auf Kapitel 2. Ich habe Ihnen ja gesagt, das arbeite ich hier so Stück für Stück mit ein. Sie sollten es irgendwann vielleicht in Weihnachtsferien mal lesen. Da wird über das Lexikon geredet und zum Verständnis der Phonologie ist jetzt hier der linguistische Begriff des Lexikons eine Grundvoraussetzung. Okay, das Lexikon ist die Menge aller Wörter einer Sprache, definiert durch die vollständige Angabe ihrer Merkmale und deren Werte. Was machen wir damit? Sie haben ein Wort. Das soll in Lexikon, entweder als Buch,
oder im Kopf, ist erstmal egal. Das soll lexikalisch abgespeichert werden. Es soll in den Wortschatz aufgenommen werden. Was muss man dazu aufschreiben oder abspeichern? Sagen wir mal so ein Merkmal wie Wortart. Und dieses Merkmal hat dann für Rot zum Beispiel den Wert Adjektiv. Sie müssen aber irgendwie auch angeben, das Merkmal, wie wird es denn nun ausgesprochen? Das wollen Sie ja zu jedem Wort dazu sagen. Wenn Sie jetzt ein Wörterbuch aufschlagen und da steht nicht drin, wie die Wörter ausgesprochen werden, dann das finden Sie komisch. Also selbst in einem ganz normalen Wörterbuch, also Lexikon im Sinne von Buch, erwarten Sie das. Das heißt, es muss ein Merkmal geben, ja, Lautgestalt. Und in der Phonologie beschäftigen wir uns genau damit. Und das heißt, wir brauchen für jedes Wort ein Merkmal. Das ist sozusagen die Kette von Segmenten, die dieses Wort beschreibt. Die beschreibt, wie dieses Wort ausgesprochen wird, aber in allen möglichen Kontexten. Und da können wir jetzt mal so ein paar Fragen stellen, die Sie sich vielleicht auch schon gestellt haben. Muss man zum Beispiel diesen Glottalverschluss, muss man den aufschreiben in einem Wörterbuch oder müssen Sie den im Kopf gespeichert haben, wenn Sie Deutsch lernen? Ich habe Ihnen ja gesagt, der tritt in jedem Wort zum Beispiel auf, was mit einem Vokal scheinbar anfängt. Das fängt gar nicht mit einem Vokal an, sondern da steht, da kommt erstmal dieser glottale Plosiv. Anfang, Ende, offen, interessant und so weiter. Gucken wir uns mal so eine Reihe an. An, dann, kann, ran, wann, man, wann. Alles deutsche Wörter. Und jetzt kann man ja sagen, okay, diese Segmente hier am Anfang dieser Wörter markieren ja eine ganze Menge Kontraste. Wir können diese, wie viel das jetzt auch sind, 7 Wörter, unterscheiden dadurch, dass die jeweils mit einem anderen Konsonanten anfangen. Das würde jetzt ja vielleicht erstmal so aussehen, als sollten wir den hier vielleicht doch lieber mit, also diesen Glottalplosiv in an, vielleicht sollten wir den doch lieber mit ins Lexikon schreiben. Es gibt auch noch andere Reihen. Ohne, bohne, lohne, zone, phone, mone, sohne. Da kann man ja auch sagen, na gut, hier steht ein M, deswegen heißt das Wort irgendwie, was heißt denn das? Ja, mehrere Mohnsorten. Mone, und das heißt ohne, und das, die kann ich unterscheiden, weil hier ein M steht, vorkommt, und hier kommt ein Glottalplosiv vor. Müssen wir den doch vielleicht aufschreiben, oder? Und das Ganze kann man machen mit ehrt, wehrt, lehrt, kehrt, teert, gehrt, hehrt. Sie hören, dass das alles Wörter des Deutschen sind und so. Also, der scheint doch irgendwie wichtig zu sein, den können wir ja nicht unterschlagen. Naja. In jeder dieser Reihen können Sie ja einen sowieso einsparen. Und Sie können sagen, dass dieser eine, welchen auch immer Sie sich aussuchen, steht immer dann am Silbenanfang, wenn sonst da kein anderer Konsonant steht. Und dann brauchen Sie den hier gar nicht mehr abzuspeichern. Den können Sie sozusagen rausrationalisieren. Sollte man das machen? Nur weil man es kann, naja, der ist artikulatorisch und perzeptorisch ist der wenig salient. Ja, was soll denn das heißen? Also man merkt den kaum. Man merkt den kaum und außerdem ist er, wie gesagt, im Gegensatz zu allen anderen unter einer sehr genau angebbaren Bedingung automatisch einsetzbar. Die Graphematik und Orthographie hat das schon perfekt umgesetzt, indem es nie eine Bestrebung gab, in der Schreibgeschichte des Deutschen, das Ding aufzuschreiben. Es gibt keine Handschrift, die mir bekannt ist, wo jemand irgendwie dieses Ding verschriftet hat. Wahnsinn, oder? Das ist nie jemand auf die Idee gekommen. Anderes Phänomen, die Endranddesonorisierung, das waren ja hier diese ganzen Beispiele. Ich gehe die natürlich jetzt nicht nochmal durch. Und hier müssen wir uns jetzt fragen, bei solchen Wörtern wie Weg, Weges, naja, aus welcher Variante, ich hoffe, Sie haben einen guten Empfang, aus welcher Variante kann man denn jeweils die andere ableiten? Kann man die eine aus der anderen ableiten? Ja, natürlich. Wenn Sie so ein Wort haben wie Weges, steht das G am Silbenanfang. Wenn Sie dann den Nominativ haben, Weg, steht das G am Silbenauslaut und da greift dann die Neutralisierung in Form der Endranddesonorisierung. Das heißt, Sie können diese Form hier ableiten, wenn Sie im Lexikon das Ganze mit G notieren oder in Ihrem Kopf mit G abspeichern.
Und das gilt für alle diese anderen Obstruenten, die Sie hier sehen, genauso. Wir müssen eigentlich immer die stimmhafte Variante abspeichern und aus der kann man sowieso, weil man ja weiß, es gibt Endranddissonorisierung im Deutschen, kann man die andere jeweils herleiten. Das ist eigentlich ein super Fall, wo wir jetzt sehen, aha, okay, wir schreiben das ins Lexikon, aus dem sich der Rest ableiten lässt. Wir haben also zugrunde liegende Formen und mit diesen zugrunde liegenden Formen, die im Lexikon abgespeichert sind, passiert gegebenenfalls noch was, bevor wir die aussprechen können. Zugrunde liegende Form eines Wortes ist genau die Folge von Segmenten, die im Lexikon gespeichert wird und auf die alle zugehörigen phonetischen Formen zurückgeführt werden können. Also W, E, G für Weg. Und da muss am Ende die Phonologie, die Grammatik, das grammatische System nur noch gucken, steht dieses G jetzt im Silbenauslaut? Na, da muss ich ein K draus machen, ansonsten bleibt das so. Und diese Endranddesonorisierung, das wäre dann, würde ich eine Strukturbedingung nennen, an die diese Formen dann angepasst werden. Das heißt, wir kriegen jetzt ein Gesamtbild, das sieht so aus, das ist sehr theoretisch, aber wir haben ein Lexikon, da stehen zugrunde liegende Formen drin, die schreiben wir zwischen diese Schrägstriche. Dann kommt hier die eigentliche Grammatik, die Phonologie, das Regularitätensystem der Phonologie, über das ich Ihnen gerade hier schon fast alles Wichtige erzählt habe, bis auf Silben. Das passt diese Formen gegebenenfalls irgendwie an. Nimmt zum Beispiel die Stimmhaftigkeit bei dem G raus, sodass es eben nicht Weg heißt, sondern Weg. Aber dann eben trotzdem des Weges und nicht des Weges. So, und da kommen dann die phonetischen Realisierungen raus, die schreiben wir dann in eckige Klammern. Oft sieht das gar nicht groß anders aus, die lexikalische Form, da benutzen wir dieselben Zeichen. Die sieht dann genauso aus wie das, was wir aussprechen, aber es gibt eben Unterschiede. Das heißt, für diesen Glottalplosiv und die Endranddesonorisierung kriegen wir jetzt Folgendes. Sowas hier steht im Lexikon. Ja, dieser Plosiv wird nicht geschrieben. Dann kommt hier das grammatische System, die Phonologie und macht daraus an. Und das ist das, was wir aussprechen. Das Wort an ist das jetzt. Und das Wort ohne sieht so aus im Lexikon. Langes O, n, ö. Mehr brauchen wir nicht, denn das Ö kann automatisch ergänzt werden, wenn wir das dann aussprechen wollen. Ehrt steht so im Lexikon, ohne Glottalverschluss. Es würde sogar ein bisschen anders im Lexikon stehen, sehe ich gerade, aber der Einfachheit halber ist das hier noch so transkribiert und dann kommt am Ende das raus, der Glottalplosiv wird eingefügt. So. Für die Endranddesonorisierung gilt jetzt, das steht im Lexikon, Weg, und die Regeln machen da draus Weg. Es steht aber Bock mit K und daraus machen die Regeln dasselbe. Also da passiert gar nichts, da bleibt Bock, weil da ist ja wirklich ein K. Der Genitiv lautet Bockes. So. Und Bart. So, so. Blatt ist so wie Bock. Und Lob steht als Lob im Lexikon, aber es wird halt Lob draus. Versuchen Sie mal Lob zu sagen. Klingt blöd. Im Deutschen, in anderen Sprachen völlig normal. Jetzt reden wir mal darüber, wie wir diese Segmente beschreiben, um das Ganze irgendwie kompakt dann auch voll wissenschaftlich darstellen zu können. Sind Sie bereit? Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wie man verschiedene Segmente artikulatorisch charakterisieren kann. Wir haben gesagt, es gibt verschiedene Artikulationsarten. Plosiv, Frikativ, Affrikate, Nasal, Approximant, Vokal. Mehr gibt es nicht im Deutschen. Jetzt können wir ja sagen, okay, jedes Segment hat ein Merkmal, Artikulationsart und das hat dann entweder den Wert Plosiv oder den Wert Frikativ, Affrikate. So. Und dann kriegen wir so langsam eine Beschreibung von jedem Segment. Für Konsonanten müssen wir uns dann noch entscheiden, sind die Obstruenten oder nicht. Da schreiben wir nicht Ja, Nein, sondern Plus, Minus, weil das so schön wissenschaftlich aussieht. Können wir aber auch Ja, Nein hinschreiben oder Emoji Daumen hoch und Emoji Daumen runter oder sowas. Das ist völlig egal. Für Vokale müssen wir dann noch unterscheiden, sozusagen, wo die Zunge liegt. Also hoch, halb hoch, mittel, halb tief, tief. Wenn Sie sich dieses Vokal mal angucken, das ist im Wesentlichen das, was wir da brauchen. Und dann Lage im Sinne von vorne, halb vorne, zentral, halb hinten, hinten. Dann können Sie alle diese Vokale beschreiben, die da in diesem komischen sogenannten Trapez sich befinden und natürlich rund, ungerundet, ja, nein oder lang, ja oder nein.
Damit können Sie jetzt hier schon alle Vokale beschreiben. Für Konsonanten brauchen Sie dann noch den Artikulationsort. Die gehe ich jetzt nicht nochmal durch. Und Sie brauchen für alle Obstruenten, ob die Stimme haben. Mit diesen Merkmalen hier und diesen dazugehörigen Werten können Sie alle Laute des Deutschen beschreiben. Das ist jetzt auch im Grunde nichts anderes als das, was wir letzte Woche eh schon besprochen haben. Wie werden die denn artikuliert? Das ist jetzt einfach nur noch mal so schön systematisch aufgelistet, wie man die verschiedenen Laute des Deutschen artikuliert. Mehr ist das nicht. Also halt mit so einer halbformalen Art hier mit Merkmalen und Plus, Minus und so. Aber da ändert sich jetzt verglichen zu letzter Woche nicht viel. Wenn wir das jetzt aber so haben, können wir sehr kompakte Aussagen treffen. Können wir diese Strukturbedingungen, an die die lexikalischen Formen angepasst werden, können wir total griffig formulieren. Wir können sowas sagen wie: alle Segmente mit Obstruent ja sind am Silbenende, Stimme nein. Und was auch immer wir aussprechen, es muss an diese Bedingung angepasst werden. Wenn Obstruent am Silbenende steht, darf da kein Stimmton sein. Und wenn da ein Stimmton ist, wenn das lexikalische Wort sagt, ich hätte da aber gerne einen, dann muss der weg. Und darauf kocht dann die ganze sogenannte Auslautverhärtung runter. Das ist doch irgendwie super griffig. Die Verteilung von Ch und Ch kennen Sie auch. Grieche, Schlich, Bücher, Küche, Recht, Köche. Das sind Beispiele für Ch. Tuch, Geruch, Hoch, Koch, Schmach, Bach. Beispiele für Ch. Und das ist so eine Regel, mit der quält man sich ja dann schon in der Grundschule, wenn man nämlich lernt, dass die gleich geschrieben werden, aber unterschiedlich ausgesprochen werden. Und hier auch wieder, das graphematische System schreibt die gleich. Warum eigentlich? Ist das nicht total blöd? Wäre es nicht viel schöner, wir hätten da zwei verschiedene Zeichen oder Zeichenkombinationen für? Nee, denn die sind komplementär verteilt. Es gibt keine Kontraste. Man kann die Redundanz frei aus dem Lexikon rausrechnen, wenn man nur annimmt, dass überall Ch steht. Denn Ch kann nicht nach Vokalen stehen, die nicht vorne sind. Das heißt, in diesen Fällen hier steht ein Vokal davor, der jeweils nicht vorne ist. U ist hinten, U ist hinten, O ist hinten, das O ist auch hinten und A ist in der Mitte. Das heißt, das sind nicht vordere Vokale. Und wenn dieses Ch vor denen steht, wird es zu Ch. Das ist jetzt im Grunde die Regel aus der Grundschule, nur diese Orthographie-Regel im Grunde. Nur Sie sehen, dass die eigentlich das abbildet, was man in anderen Sprachen sich mühsam als PhonologInnen erstmal auch selber erarbeiten muss. Weil in anderen Sprachen würde man das vielleicht auch unterschiedlich schreiben. Wenn das eine phonetisch orientierte Schrift ist oder so wie im Englischen, wo man die Sachen einfach irgendwie schreibt im Wesentlichen. Also ich werde Ihnen irgendwann dann erzählen in der Graphematik, dass wir im Wesentlichen vier wichtige Schreibprinzipien des Deutschen haben und dann gibt es so ein bisschen Ausnahmen. Es gibt ein bekanntes Buch über das Schreibsystem des Englischen. Da werden irgendwie auf mehreren hundert Seiten 200 noch was Schreibprinzipien besprochen und alle haben mindestens fünf Ausnahmen. Systematische Ausnahmen, nicht einfach nur so einzelne Wörter. Systematische Ausnahmen. Also seien Sie froh. Was meinen Sie, warum es im englischsprachigen Raum diese Buchstabierwettbewerbe gibt in Schulen und wir machen das nicht? Woran liegt denn das? Liegt das daran, dass wir das nicht so wichtig finden? Nee. Wir haben ein Schriftsystem, was viel einfacher ist, viel einfacher zu vermitteln ist. Also ne, deswegen hier das Angebot, dass Sie es auch wirklich verstehen. Jetzt gucken wir uns nochmal die R-Vokalisierung an als Strukturbedingung. Wir sehen kleiner, kleinere. Hier sehen wir, dass dieses R lexikalisch natürlich da sein muss. Kleinere. Wenn das hier in den Silbenanlaut gerät, ja, dann ist es auch ein R, dann ist es ein Konsonant, ein R, ein Frikativ, ein stimmhafter. Aber in kleiner verschwindet das hier. Verschwindet nicht, aber es wird irgendwie zu einem Vokal. Genauso hier, in Bären ist es da, in Bär ist es nicht da. In Knarr ist es eben auch nicht da, wird ein bisschen zu was anderem als in Bär. Aber in Ich knarre ist es dann wieder vorhanden. Das heißt, wir müssen es ins Lexikon schreiben. Und dann brauchen wir eine Strukturbedingung, die sagt: ja, aber im Silbenauslaut können wir leider kein R haben. Da wird was anderes draus. So, das heißt, wir brauchen eine etwas komplizierte Strukturbedingung. Die gehe ich jetzt nicht durch. Die ist halt auch nicht so schön kompakt und mit Merkmalen und so. Das ist so ein bisschen muddelig irgendwie. Aber es ist halt auch eine. Sie sehen, wir brauchen im Lexikon dieses R als Konsonant
Und in bestimmten Fällen, wie hier zum Beispiel, geht der Konsonant zugunsten irgendwie von einem Vokal, geht dann irgendwie flöten, salopp gesprochen. Das sind so schöne Strukturbedingungen. Jetzt kommt hier, ich habe die natürlich jetzt übersprungen, aber da kommt hier das Wort gespannt vor. Nach gespanntem Vokal folgt ä, nach ungespanntem folgt ä. Jetzt erstmal den Unterschied zu hören, ne, zwischen a und ä, ist aber einer. Was heißt jetzt gespannt, ungespannt? Und das ist das Letzte schon, was ich Ihnen heute noch mal verkaufen möchte. Gespannte und ungespannte Vokale. Und die spielen immer wieder eine Rolle. Die spielen immer wieder eine Rolle. Auch dann noch mal in der Graphematik. Nächste Woche spielen die eine ganz wichtige Rolle. Das heißt, das kriegen wir jetzt noch hin. Erinnerung an die Vokale des Deutschen. Das haben wir letzte Woche schon gesehen. Da standen hier unten noch irgendwie die Diphthonge so als Pfeile drin. Die können wir uns jetzt erstmal, lassen wir jetzt mal außen vor. Die brauchen wir hier nicht. Aber das sind ja die alle normalen Vokale des Deutschen. Also normal im Sinne von nicht Diphthonge. I, Ü, E, Ö, U, O, E, Ö, Ä, Ö, O, O, Ö, Ä, A. Das waren sie. Haben Sie deutlich gehört. Wenn ich das vorgespielt hätte, hätten Sie gesagt, ja, das waren die Vokale des Deutschen, oder? Gut, jetzt kriegen wir ein bisschen ein anderes System da rein. Und ich hoffe, ich kann Sie davon überzeugen, dass dieses andere System super clever ist. Und das ist ein System, was sich da auch wieder die Sprachgeschichte des Deutschen irgendwie, da ist ja, es gibt ja die Theorie von der unsichtbaren Hand in der Sprachgeschichte, die irgendwie Sachen so hindreht, dass am Ende ein bestimmtes System rauskommt. Nicht willentlich, aber ne, deswegen unsichtbare Hand. Gucken wir mal, was die uns in diesem Fall beschert. Denn, wenn wir uns jetzt angucken, welche von diesen Vokalen betont werden oder wann die betont werden und wann die dann lang oder kurz sind, dann stellen wir was fest, was Sie vielleicht noch nicht wussten bisher. Hier sehen Sie die sogenannten Gespannten. I, Ü, U, E, Ä, Ö, O, A. Hier sehen Sie die Ungespannten. I, Ö, O, Ä, Ä, Ö, O, A. Sie merken vielleicht, warum die als Ungespannte bezeichnet werden. Also ich habe das versucht, möglichst ungespannt klingen zu lassen. Und Sie sehen, ne, das sind jetzt hier Beispielwörter für die Gespannten. Bieten, fühlt, muss, Kehle, Stähle, Hohle, Ofen, Wahn. Sind alle lang. Alle lang. Hier, bitten, füllt, muss, Kelle, Stelle, Hölle, Offen, Wann. Alle kurz. Das heißt, irgendwie scheint das ja einherzugehen. Also wir können nicht einfach jeden beliebigen Vokal im Deutschen lang und kurz machen. Zumindest hier die Ungespannten, die gibt es nicht in lang. Das ist schon mal Punkt 1. Das ist schon mal ein Argument, die als eine Gruppe zu behandeln. Das sind die, die nicht lang werden können. Können sich in keinem Fremdwort, nichts, nirgendwo, die sind nicht lang. Hier fehlen jetzt Laute, nämlich zum Beispiel das Schwa in Laute und beschreiben. Da haben wir die Rot, sieht man das, dass die rot sind? Naja, geht so. Die fehlen hier in der Darstellung und Sie erfahren auch gleich, warum. Was auch fehlt, ist sowas hier. Lithografie, Hydraulik, Butan, Phenol, Önologie, Mesozoon. Das sind nämlich gespannte Kurze. Die sind gespannt, das sind dieselben wie die hier, aber die sind nicht lang. Das heißt Lithografie, das heißt nicht Lithografie, sondern Lithografie, aber es kommt auch nicht der Ungespannte, das heißt auch nicht Lithografie. Also das ist zumindest dann eine etwas sloppy Aussprache. Das heißt auch nicht Hydraulik oder Hydraulik, sondern Hydraulik. Ist nicht lang, aber gespannt. Aber das sind auch Lehnwörter und vor allem Fremdwörter. Auf den Unterschied gehe ich noch mehrfach ein. Die lassen wir jetzt erstmal raus, die hier unten stehen. Wir gucken uns jetzt erstmal nur hier diesen Kernwortschatz im Grunde an. Gespanntheit im Kernwortschatz. Im Kernwortschatz sind gespannte Vokale immer betont und lang. Okay, das ist das, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Bieten, I ist betont, ist lang, ist gespannt. Fühlt, betont, lang, gespannt. Muss und so weiter und so weiter. Das ist Kernwortschatz und da treten diese drei Eigenschaften immer zusammen auf. Gespannte Vokale sind immer betont und immer lang.
Zu jedem gespannten Vokal gibt es einen entsprechend unbetonten Vokal und der ungespannte ist betont oder unbetont, aber er ist immer kurz. Die Dinger hier sind immer kurz. Es gibt die auch in unbetont, also zum Beispiel in so Wörtern wie 20er, 20er, da sehen Sie das Iger, das E ist unbetont. Das heißt, die müssen nicht wie in diesen Wörtern immer betont sein, aber das spielt eigentlich keine Rolle, weil auch wenn die betont werden, sind sie nicht lang. Das ist doch, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen war. Also, Die Länge muss also eigentlich gar nicht markiert werden. Die braucht gar nicht im Lexikon spezifiziert zu werden. Denn die Länge ergibt sich automatisch, wenn das Ding gespannt ist und dann betont wird, dann wird es auch lang. Sonst nicht. Sonst gibt es nichts Langes. Und das trifft eigentlich nicht nur auf den Kernwortschatz zu, sondern auch auf den Erweiterten. Wir kriegen dann sowas hier. Das ist jetzt das Phonologische, das Phonetische bleibt, wie es war. Das phonetische Vokaltrapez. Das ist jetzt das Phonologische. Und da sehen wir hier I, Ü, E, Ö, Ä, A, O, U. Das sind die Gespannten. Und E, Ö, Ä, Ö, A, O, U sind die Ungespannten. Und die sind immer so paarig. Das Blöde ist halt echt, dass das Gespannte und das Ungespannte A total gleich klingen. Also sonst haben wir immer irgendwie auch bewegt sich die Zunge irgendwie ein bisschen woanders hin. Beim A, gespannt, ungespannt, ist es leider nicht so. Deswegen nehmen wir deswegen gibt es da auch keine zwei IPA-Zeichen für. Deswegen müssen aber für die zugrunde liegenden Formen die ungespannten A's mit diesem Bogen irgendwie, müssen irgendwie markiert werden. Ich habe dann den Bogen genommen. Das Gleiche ist bei Ä und Ä. Da müssen wir leider auch die ungespannten mit dem Bogen markieren. Und dann kommt halt noch dazu, dass die ungespannte Variante von E und von Ä ist. Das ist echt. Aber das können wir jetzt nicht mehr ändern. Also, da war die unsichtbare Hand nicht ganz so, wie ich die jetzt. Also, wenn es meine Hand gewesen wäre, hätte ich es ein bisschen anders gemacht, damit ich das hier leichter habe, wenn ich hier vor Ihnen stehe. Aber ist nun gelaufen. Was ist denn jetzt mit Schwa? Schwa haben wir jetzt gar nicht. Habe ich gesagt, lasse ich raus. Wieso eigentlich? Warum kommt Schwa in diesem schönen System der gespannten und ungespannten Vokale nicht vor? Schwa kann nie betont werden. Kann man nicht betonen. Tüte. Es gibt kein Wort Tüte. Sehen Sie, ich habe das jetzt fast vergurkt, weil das sehr ungewohnt ist auszusprechen, sagen wir mal. Das kommt nie betont vor. Und das hat, wenn Sie bis zur letzten von diesen 13 Wochen durchhalten, dann lese ich Ihnen Althochdeutsch aus den Handschriften vor, mit karolingischer Minuskel. Ich habe eine philologische Ausbildung. Und da zeige ich Ihnen, da illustriere ich Ihnen, wie das vom Althochdeutschen passiert ist, zum Jetzt-Zustand, warum das so gekommen ist. Das hat dann auch damit zu tun, dass wir kaum noch Kasusmarkierungen haben. Das hängt damit zusammen. Ja, oder wie ich immer sage, die Nebensilbenschwächung ist dem Akkusativ, Genitiv und Dativ ihre Tode. Oder so ähnlich. Den Akkusativ, sehen Sie, kriege ich nicht hin. Aber ne, das illustriere ich Ihnen dann noch, dass das alles zusammenhängt. Sehr spannend. Gut, jetzt können wir was machen. Das müssen Sie sich nicht unbedingt jetzt merken. Das müssen Sie auch nicht toll finden. Aber wir können jetzt das Merkmalsystem ein bisschen irgendwie umgestalten. Sowas macht mir die größte Freude, aber ich bin halt auch irgendwie, ich habe mir das ja als Beruf ausgesucht. Wir führen jetzt das Merkmal für die Vokale gespannt Ja, Nein ein. Dadurch entfallen halb vorne und halb hinten, weil die ungespannten nun gerade die halb vorderen und halb hinteren sind. Das müssen wir jetzt nicht mehr ausdifferenzieren. Und dann fällt auch Lang plus Minus weg, weil das können wir aus Gespanntheit und Betonung errechnen sozusagen. Das ist jetzt das neue phonologische System mit diesen kleinen Korrekturen, aber faszinierenden Korrekturen bei den Vokalen. Und was ist jetzt mit dem erweiterten Wortschatz? Den habe ich Ihnen eben unterschlagen. Hier sehen Sie hoffentlich immer ein Segment rot markiert, Idee oder mehrere sogar, Initiative, inspirieren, Methyl, Quebec, integriert, debattieren, Utopie, Uran, Motiv, das heißt nicht Motiv, es ist schon der Gespannte, das heißt auch nicht Uran, also das heißt auch nicht debattieren, das heißt nicht Quebec, das heißt auch nicht Phonologie, sondern Phonologie,
Ökonomie und nicht Ökonomie. Gut, bei manchen heißt es auch Ökonomie, ist auch nicht schlimm. Das heißt aber nicht manövrieren, sondern manövrieren. Büro und nicht wie in Hessen Büro. QW. Okay, was mit denen? Die laufen da jetzt irgendwie, die haben wir noch nicht so ganz erfasst. Ist aber eigentlich auch ganz einfach. Denn im Nicht-Kern-Wortschatz haben wir eben Wörter, die so mehrere Silben haben und der Akzent ist irgendwo hinten, ein fünfsilbiges Wort, der Akzent ist auf der dritten Silbe. Eieieiei, könnte es nicht ein Trocheus sein? Stuhl, Stühle, Bank, Bänke, Tüte, das wäre Kern. Nee, das sind halt so Wörter mit so vielen Silben und dem Akzent irgendwo und dadurch kommen diese gespannten Vokale in eine Position, wo sie nicht betont sind und dann sind sie aber auch nicht lang. Das ist schon alles. Wir brauchen die Regel gar nicht anzupassen. Das ist schon mit erfasst. Zugrunde liegende Formen ohne Länge jetzt nochmal. Jetzt sehen Sie, wie sozusagen endgültig die zugrunde liegenden Formen aussehen. Weg, die Länge kann man ausrechnen, weil das Ganze dann einen Akzent trägt, diese Silbe, also betont wird. Das heißt, bei Silben spricht man davon, dass sie Akzent tragen, wenn sie halt die Betonung haben. So wie To in Betonung. Höhle kriegt die Länge auch, weil das ein gespannter Vokal ist, dadurch, dass es betont ist. Und das O in Ofen ebenso. Vielmehr ist es jetzt aber auch schon nicht, was die zugrunde liegenden Formen und die phonetischen Realisierungen voneinander trennt. Ist überschaubar, ist echt überschaubar. Jetzt gebe ich Ihnen noch einen kurzen Ausblick auf die Graphematik. Wenn Sie sich mal Segmente und Buchstaben angucken, dann sehen Sie, das ist eine Tabelle, die kommt dann in Kapitel 15 oder so nochmal oder in Woche 12 dann hier. Hier sehen Sie auch wieder rot, hoffentlich rot markierte Buchstaben, nämlich das B in Baum und das B in Trab. Jetzt wissen Sie, dass dieses Trab, dieses B hier hinten, eigentlich einem P entspricht, weil da die Endranddesonorisierung greift. Wir schreiben es aber mit einem B. Und jetzt habe ich Ihnen eben erzählt, die zugrunde liegende Form für das Wort Trab würde auch mit B geschrieben. Also transkribiert oder wie auch immer. Das heißt, zu dem Segment B, zugrunde liegenden Segment, gehört der Buchstabe B. Egal, ob da die Endranddesonorisierung greift oder nicht. Und das Ganze kriegen Sie auch mit Dach und Bild, mit Ich-Ach, das Ich-Ach-Phänomen mit Blech und Wacht, das schreiben wir gleich. Ganz, Weg und standardmäßig, König, schreiben wir alle mit G. Und im Lexikon würden wir als PhonologInnen da auch ein G schreiben. Ritt und Tür ist auch dasselbe Graphem für dasselbe zugrunde liegende Segment. Das ist das, was ich eben schon mehrfach erwähnt habe. Was wir eben nicht haben, und die Tabelle machen wir nochmal ausführlich, sind solche Schreibungen wie Lob, also außer in der ersten, zweiten Klasse. Das, ne? Wenn Sie nämlich den Kindern gesagt haben, hör nur richtig hin, dann weißt du, wie man es schreibt. Dann haben Sie gelogen in dem Moment. Und jetzt wissen Sie es. Denn man schreibt nicht so, wie man es hört oder spricht. Wir schreiben so, wie die zugrunde liegenden Formen sind. Das können Sie dem Kind jetzt so nicht sagen. Guck nur, was die zugrunde liegenden Formen sind, dann weißt du, wie man es schreibt. Das müssen wir irgendwie anders hinkriegen, da können wir nochmal gesondert drüber reden. Ich mache ja auch ein Aufbaumodul und so. Aber wir schreiben gerade nicht Lob oder Rind und für sowas wie Klang haben wir gar kein Zeichen, für das N, für Ch haben wir auch kein Zeichen. Müssten wir irgendwie eins erfinden oder aus dem IPA-Alphabet klauen. Wir schreiben auch nicht König und wir schreiben auch nicht Tor. Schrüben wir so, wie wir sprechen, müssten wir das aber machen. Das heißt, wenn Sie die Hinhörschreibung unterrichten in der Grundschule, wundern Sie sich nicht, wenn Sie das kriegen. Bei den Vokalschreibungen, das mache ich jetzt nicht ausführlich, haben wir eine systematische Abweichung von einem wichtigen Schreibprinzip, nämlich dass jedes zugrunde liegende Segment mit einem Buchstaben gepaart ist, weil die gespannten und die ungespannten jeweils nur ein Vokalzeichen haben. Das ist irgendwie erstmal ungeschickt, aber eigentlich ist es dann auch total ästhetisch, wenn man sich das dann in Woche 12 mal so richtig auf der graphematischen Zunge zergehen lässt. Gut, nächste Woche machen wir weiter. Da geht es nämlich vom Segment zur Silbe. Ich werde Ihnen erzählen, dass auch das Bilden von Silben eine Anpassung an Strukturbedingungen ist. Die Silben stehen nicht im Lexikon. Silben sind rhythmische Einheiten, die bestimmen, wie bestimmte Laute kombiniert werden dürfen.
Okay, nämlich in ein bestimmtes Silbenkorsett sozusagen, müssen die eingebaut werden. Ich werde Ihnen das eng eingegrenzte Strukturschema der deutschen Silbe zeigen. Also es gibt gar nicht so viele verschiedene Sorten von deutschen Silben. Viel mehr als in anderen Sprachen, aber auch viel weniger als in wieder anderen Sprachen. Und wenn Sie sich das mal überlegen, das werden wir nächste Woche noch ausführlich machen, entspricht jede Silbe dem Öffnen und Schließen Ihres Sprechapparates, Tat. Wir reden dann über die Sonoritätskontur, die bildet ein bisschen das ab, dass wir immer den Mund auf und zu machen beim Sprechen, jeweils wenn eine Silbe kommt. Ich werde Ihnen erzählen, dass manche Segmente und auch damit auch manche Buchstaben gar nicht zu Silben gehören. Die hängen dann einfach so dazwischen. Und ich werde Ihnen sagen, dass das die Länge oder viel besser gesagt das Gewicht von Silben auch nicht beliebig ist. Es gibt nur ganz wenige Typen von Längen von, oder Schweren von deutschen Silben. Und ich werde Ihnen sagen, dass diese Trennung hier, dass die optimal ist, relativ zum phonologischen System. Dazu müssten Sie diese hier erwähnten 20 Seiten ungefähr, 30 Seiten lesen. Da sind aber viele Bildchen, viele Diagramme und sowas. Das kriegen Sie hin. Okay, bis nächste Woche.